drüber, ja. Und der Schirm auch, bitte. Das sind Mörderschirme. Ja. Gemeinschaftsschulden. Gemeinschaftsschulden beispielsweise über Eurobonds. Teil, weil ich unbedingt gerne mit den Euro retten möchte. Ich finde, Euro ist echt eine gute Sache, aber ich glaube, dass man ihn nicht durch immer größere Rettungsschirme und Gemeinschaftsschulden retten kann, sondern nur durch eine konsequente Eigenverantwortung, durch eine Umschuldung bzw. Gläubigerbeteiligung. Wenn die Leute jetzt ihren Link lesen, obwohl man dann gewalt ist, was erwartet ihr dann? Die Leute lesen Euro-Rettung, ja, auf jeden Fall, aber nicht so, wie das im Augenblick von der Politik praktiziert wird. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Leute auf unserer Homepage gehen und konkret dort nachlesen können, wie man den Euro retten kann. Nämlich durch Gläubigerbeteiligung, durch Eigenverantwortung und nicht durch Gemeinschaftsverschuldung, Gemeinschaftshaftung.